Ja, moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme vom Last Epoch Let's Play. Ja, das Spiel ist im letzten Part gecrashed, also das Spiel OBS ist gecrashed. Ich habe nochmal ESC gedrückt, ich habe Alt F4 gedrückt und danach habe ich OBS wieder gestartet, damit ich dieses Kommentar von diesem Schweine-Hiese. Genug, ich ergebe mich. Wo ja, zum Teufel irgendwas haben mit Schweine-Hiese so doch. Ihr wollt doch wissen, wo der Schreiber ist, oder? Und jo, jetzt kann ich nochmal mit ihm reden. Westlich von hier. Mehr weiß ich nicht. Ich schwöre es. So, irgendwas hat's mit dem Portal beim Zurückporten von Falkenface, wie es heißt. So. Irgendwas mit dem Spiel oder mit dem OBS ausgelöst. Ich finde es einfach frech, dass einfach OBS in den letzten Monaten bis Jahren einfach immer instabiler wurde oder mehr Grafikpower und als braucht. Genau. Wahrscheinlich CPU-Leistung am meisten oder so. Ah, und es gibt halt einfach keine guten anderen. Ich weiß nicht, was ich noch holen soll. Ich würde gerne bezahlen dafür, aber meine Güte, muss OBS immer schlechter werden. Das ist das Schlimmste. Das sagen viele. Also ich bin nicht der Einzige. Was macht die jetzt eigentlich da oben immer? Hallo Himmel, so mehr runter. Es ist irgendwie nicht gerade sehr gut gemacht mit dieser Aggression. Gut. Nicht so aggressiv sein. Kann man das eigentlich entfernen? Nur die Sachen ausschwärmen. Das ist klar das Gegenteil. Bleibt in der Nähe. Sehr gut. Jetzt habe ich den Knopf gefunden. Das sind einfach diese Punkt, Komma und ja, diese neben, unten links neben der Enter-Taste. Diese drei Knöpfe. Und so tun sie wahrscheinlich jetzt nicht gerade so stark eben alle Gegner. Was ja viel besser ist. Also ich habe es in Diablo 2 nicht gemocht, dass die Minions immer die Gegner ignoriert haben in der Nähe dann. Aber hier geht es scheinbar ein bisschen besser. Gut, also immer dieser Knopf unten links drücken. Also bei mir europäisch ist da eigentlich das Dollarzeichen. Was ist das? Eurozeichen. Und das S-Zeichen, Geldzeichen. Nun ist noch eine Klammer, die spitz ist. Also auf der rechten Seite in der Mitte spitze so hat. Ich kenne diese Klammer eigentlich gar nicht. Gebogene Klammer oder so. Doppelgebogene Klammer. Ach komm, da braucht man nicht. So, ja, ich sehe, also mein PC ist überhaupt nicht überlastet. Es kommt von OBS, dass es einfach so aussieht, als würde der PC am Brennen sein. Dass das einfach der Absturz wegen Überhitzung oder so ist. Man sieht es einfach gar nicht. Haben wir nicht die Rüstung noch? Ja. Ich dachte, die wäre nicht gespeichert worden. Wir brauchen jetzt einfach mehr Items. Ja, geh du alleine kämpfen. Ich muss kurz schubben. So, ich glaube, die überleben nie. Die sollten noch immer stärker sein als die Monster. Das ist halt nicht so logisch. Naja, man kann es halt nicht machen. Die werden immer irgendwie mal sterben. Weil sie halt auch immer dort sind. Und Gegner halt irgendwann mal spawnen können. Oder einfach zahlenmäßig überlegen sind. Bin ich immer so ein bisschen schlecht gemacht. Also, wir müssen unbedingt mal diesen Schrottzeugs. Ich möchte gerne noch gelbe diesen Resistenzumwandler, also Schadensumwandler haben, aber findet man einfach noch nicht so oft. Also, hier ist noch die Quest. Genau, holen wir noch die Quest. Aber da müssen wir noch irgendwo rein und da gehe ich nicht rein. Erst später. Töte die Minotauren. Die Minotauren sind eigentlich seit Titan Quest wirklich meine Lieblingsgegner. Das ist ja richtig. Ja, stark sind. Stark aussehen. Und natürlich Werwölfe, aber Werwölfe sind hier nicht so gut animiert. Es sieht so aus, als würden
die Werwölfe irgendwas mit ihren Bewegungen haben. Es fehlt irgendwie die Schnelligkeit und so. Als würden sie eigentlich Probleme haben, sich zu bewegen. Weil sie halt etwas anders sind. Sie wurden nicht perfekt gemacht. Aber eben die Qualität in diesem Spiel ist schon sehr hoch. Und ja, es ist einfach halt auch ein bisschen untergegangen. Also das Spiel ist ein bisschen. Man kennt es gar nicht mehr so gut, oder? Man hat es vielleicht schon mal gesehen oder man hat es noch nie gesehen. Ja, es ist halt nicht gut beworben worden. Das ist das Hauptproblem. Es hat zu lange gedauert. Also die Entwicklung. Und. Also wann kam Sacred 1 heraus? 2004. Glaube ich. Anfangs oder Ende 2003 schon. Und 2005 kam noch ein Add-on raus. Underworld. Und dann hätten sie eigentlich schon beginnen sollen oder Underworld noch besser machen sollen. Und halt einfach noch ein bisschen warten sollen, beziehungsweise einfach weniger groß machen oder weniger grafisch anforderlich. Ich konnte es zum Beispiel dann gar noch nicht spielen. Bis 2011 konnte ich das nicht spielen, das Sacred 2. Ja, ist einfach ein bisschen zu doof gewesen vom Entwickler und da wurde als Jude dann bankrott und dann später Escrent Entertainment. Das ist ziemlich schlecht gelaufen um dieses Spiel. Fans finden es einfach nicht mehr gut. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich mehr Underworld-Fans noch, die Sacred Underworld spielen, also den ersten Teil. Als Sacred 2, also es, ich weiß es nicht genau, aber ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich jetzt mehrere wäre, also wenn ich jetzt mal würde sagen können, ja, die haben das gern und die haben das nicht gern, weil ich es weiß und wissen würde, dann würde ich eher sagen, Sacred Underworld würde mehr anlocken, auch wenn die Grafik halt wirklich schlecht ist. Es ist zu anspruchsvoll für die Augen. Nicht gerade die wohltätigste Grafik, die es gibt. Also Diablo 2 war einfach mit den Augen her sehr schlicht für die Augen. Sehr, sehr smooth. Und Sacred 1 war so sehr anstrengend für die Augen. Hatte zu viele Details. Die Entwickler haben für eine 2,5D Engine einfach viel zu viele Details eingebaut. Da oben ist noch eine Quest. Ich glaube, hier müssen hier hoch. Aber hier gibt es gerade ein paar Elite-Gegner. Ja, zum Beispiel auch die. Die Muhenricht. Ist das das Q-Level? Ja, wir haben das Q-Level gefunden. Ajo. Stiere. Aus Kreta. Was machst du alleine da oben? Ah, das ist einer der. Das ist Räuber Hinz. Räuber Hinz und Räuber Kunz. Die sind jetzt mitgekommen. Dürfen mich nicht töten lassen. Haben wir einen schon verloren? Nein, sind nur zwei. Hey, bitte geht nicht. Geh nicht da drüber. Die haben viel zu hohe Sichtweite. Wir werden die Quest sonst nicht kriegen. Gut, hier auch. Das ist ein bisschen anstrengend, habe ich so das Gefühl mit der KI. Und ja, wir müssen ja nicht immer alle Quests irgendwie warten lassen und so. Jetzt muss ich aber schauen, haben wir hier eine Quest? Ich habe keine Quest angenommen von dort. Okay, ja, machen wir dann später die Quest. Weil die wollen wahrscheinlich dann dorthin, oder? Sonst gehen sie nicht weg, dann bleiben sie auch immer für immer. Was ich mal wollte machen, ist alle Folger mitnehmen. Also alle Leute, die uns begleiten, so weit immer mitnehmen, dass wir sie noch dabei haben. Wie würde das aussehen? Es würde wahrscheinlich sehr schwer sein. Müssten wir fast bei Bronze machen, aber dann ist wieder das Problem, dass die Gegner nicht angreifen und so. Naja, ah Silber wahrscheinlich, oder? Sogar Niob. Wäre ziemlich witzig. Also das könnten wir mal gemeinsam im Multiplayer machen, über LAN.
Da müssen wir wahrscheinlich irgendwie ja, so ein Programm wieder runterladen. Ich war da auch wieder ein bisschen gewechselter. Als dachte ich, das wäre der Boss, aber nein. Es muss eben ein Gegner sein aus Diablo 2. Habe ich ein paar verloren? Sieht man das irgendwo, ob ich Skelette verloren habe? Nein, sind einfach zu viel. Verpult. Genau, du. Ich glaube, das Gebiet ist ein bisschen schwieriger, als wir es jetzt noch gut managen können. Ich mich immer angreifen. Gut, da ist wieder eine neue kaputt. Der Golem ist gestorben. Nein? Nein? Hey, der hat mich einen riesen Stun gemacht. Boah. Der hat mich mega gestunt. Ja. Komm. Ja. Okay, ich muss ein bisschen spammen. So, wie machen wir jetzt das? Wir müssen den Golem vor allem haben. Die sind alle tot. Die sind alle umgebracht. Ah, oh, meine Minions. Oh, die stunnen immer so auf 10 Sekunden. Das ist ja schon heftig. Ich will doch nur ein paar Boss erledigen können. Das ist ein Mega-Pulk da oben. Können die gar nicht sterben oder sind die gar nicht angegriffen worden, diese Zwergbrüder? Sehr gut. Okay. Dann plötzlich geht's wieder. Dann sterben wieder alle sofort und so. Was machst du da gerade, Golem? Du bist tot. Ich seh dich nicht tot hier. Was machst du, Golem? Hallo, Golem. Nicht betäubt sein. Okay. Also es ist scheinbar tot, aber er fliegt einfach so ein bisschen betäubend herum. Gut, also 1, 2, 3, 4. Okay, alle Gottskelette. Ja, einfach die Elite-Gegner sind viel zu stark gemacht. Und wir müssen einfach viel stärker werden, natürlich. Aber ich glaube nicht, dass wir hier noch den Boss erledigen können, überhaupt. Ob wir fliehen können und so, weiß ich jetzt auch nicht gerade. Bin nicht so sicher. Und diese goldenen Krieger, die sind einfach. Es gibt immer wieder so Mitspieler-NPC, also von unserer Seite. Und ihre Splits. Okay, cool. Also unserer Seite Leute, die einfach herumstehen und in diesem Gebiet bleiben. Zum Beispiel der. Die sehen halt immer so mega mächtig aus, sind aber eigentlich ziemlich schwach. Aber haben gut leben. Also etwas, was wir nicht gebrauchen können, wir greifen nicht an mit dem Stab. Das ist ein Ding, eine Energiewaffe, okay. Lol. Das können wir, glaube ich, gar nicht. Ja, können wir es benutzen. Aber zum Beispiel der Tempelritter kann den nicht benutzen. Joa. Okay, wir machen einen Energiewaffencharakter als nächstes. So, aber ich habe doch irgendwo noch einen Unique und ich finde es einfach nicht. Also oder es ist, sind diese Handschuhe, die wir noch nicht hatten. Und der Ring ist das, was wir... Nein, wir hatten zwei Set-Items. Und einer ist in der Kiste. Samausketten. Pilze. Steinpilze. Und Werwölfen? Ich sehe immer. Was wollen wir mit Blut besiegeln? Minotaurien. Minotauren. Hey. Diese Gegend erinnert mich mega an Dungeon Siege 1. Da gab es auch so einen roten Mammutbaumwald. Ein bisschen auch ein paar Minecraft-Mods. So, also da oben. Hey. So, nein.
Blutklaue, okay. Blutklaue war ein Werwolf in Akt 5. Der ist aber leicht gewesen. Wo kommt Blutklaue her? Ich glaube irgendwie aus Akt 5, aus einer Eishöhle oder so. Das tönt irgendwie so ein bisschen anders. Das wird es irgendwie einer sein. Aus Akt 1 oder so. Oder so ein Wendiger? Ich muss unbedingt mit euch oder so mal die Akt 2 spielen. Wirklich zu 5 oder 6 oder? Das geht, glaube ich, bis zu 8, oder? Was ist das Maximum Spiel in Diablo 2? Das ist eine gute Frage, wenn man das schon lange nicht mehr ausgereizt hat. Ich war ja sehr lange am Snake spielen. Das ist ja einer der beliebtesten Mods von Diablo 2. Und dort gab es da immer so mega Runs, so Special Dungeons. Und da waren, glaube ich, 8. Oder sind es doch nur 6? Oh, das war in anderen Games, hat dann immer 6, okay. Kann auch sein. Jo, auf jeden Fall bis zu 8 Spieler können wir dann bei normalen oder dann Resurrected machen. Ja, da ich ja sowieso eigentlich immer wie lieber wirklich mega sozial alle mit einbegreifen will, weil so wenige machen, oder? Meistens nur aus einem dünnen privaten Team besteht so ein Let's Play oder Livestreamer. Mit euch mehr zu machen, solange natürlich ihr euch behaltet und halt auch ein bisschen etwas übernimmt von mir, dass ich da nicht irgendwie mega aufpassen müsste, kann ich das mit euch machen und dann seid ihr dabei und dann habt ihr auch eine Freude, vor allem im Livestream dann mehr. Oder dürft auch gerne dann selber aufnehmen und so weiter. Oder Livestreams machen. Auf jeden Fall. Aber das meiste kommt dann wirklich, wenn geht, ja, bei mir wieder gut kommt und mein Modder aus dem Urlaub kommt, beziehungsweise nicht Urlaub, Ausbildung. Ist einfach momentan nicht erreichbar. Weil er voll mal am Mann ist. So, und jo. Oh, der verliert immer so mega schnell Leben. Ui. Eben. Also das sind so, wir machen dann so Sketches. Also es wird nicht so eine mega lange GTA-Roleplay-Szenerie sein, sondern Sketches. Ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, was wir geplant haben. Wir haben sehr Lustiges geplant. Und dass es auch ein bisschen logischer ist, dass es nur kleinere Tagesabschnitte sind und nicht irgendwie so mega große Jahresabschnitte oder so. Das mega Leben, das auch ziemlich langweilig sein würde auf Dauer. Und immer wieder etwas ein bisschen anders. Dass wir zum Beispiel ganz viele andere Berufe haben. Und nicht immer noch der gleiche Beruf. So, wohin? What? Wir müssen dorthin? Wir müssen dorthin? Das ist das, was wir ausgelassen haben. Dort, da ist nichts. Der Osterkult ist dort. Haben wir die Quest jetzt beendet oder das zeigt nichts an? Das ist manchmal ein bisschen mühsam. Genau, das ist. Okay, gehen wir nochmals zum Minotaur. Ja, und wo? Das ist immer. Okay, was haben wir denn sonst noch in der Quest? Das muss eigentlich Akt 2 sein. Jenseits der Mauer. Frisch in der Nähe. Hä? Hä? Aber das ist die andere Quest. Jetzt ist es gerade ein bisschen verwirrend, was wir jetzt gerade machen. Stimmt vielleicht etwas nicht mit dem. Ja. Vielleicht einfach, wenn man den nächsten Part dann wieder ladet. Wenn man das Spiel wieder neu ladet, dann ist die Quest wieder da. Aber gut, dann machen wir einfach etwas anderes. Wir nehmen noch die Minotauren dort drin und in der Höhle. Und ja, dann gehen wir in Richtung Westen.
Also der Benji, den möchte ich eigentlich noch nicht machen. Weil dort hinten sind auch noch ganz spezielle Bosse. Und ich möchte, wenn ich die Bosse töten kann, dann möchte ich dorthin. Ja, sonst ja, müssen wir dann wieder lang laufen um den, um die mehreren Bosse in der Nähe. Also es ist ein großes Gebiet mit mehreren Bossen zu besiegen. Aber auf die Weihnachtsinsel könnten wir, weil dort auch die Burning Legion ist, eine gute Quest. Brennende Legion. Und dann können wir eigentlich schon zu den Orks gehen. Grünwalddrache mache ich auch noch nicht so früh, der droppt immer schlecht und ist einfach stark. Aber ich suche jetzt gerade im Kopf irgendwo nach besseren Bossen, die ich einfach noch nicht genug kenne, noch nicht so kenne. Ich weiß noch wo, aber das können wir dann auch mit dem Reittier-Quest-Zeugs verbinden. Da hat ja der Inquisitor die Spinne, ich hoffe es gibt keine Phobiker hier. Spinnenphobiker. So, jetzt sind wir dann gleich da. Ich mag irgendwie die Spinne. Ich mag Spinnen, wirklich. Ich habe als Kind immer die Zebra- und Wolfsspinnen geschaut. Wir hatten immer im Garten Kreuzspinnen, die mega groß waren. Das war immer so eine mega Faszination. Ich liebe einfach Spinnen. Aber das heißt halt auch, ich sollte nicht so mega übertreiben für diese Phobiker, oder? Einfach schreiben in die Kommentare und ich kann es dann auch gut sehen, ja. Ich sollte weniger Quests oder weniger Sachen machen mit einer Spinne. Es ist ja auch nicht so mega nötig, so ein Reittier zu machen. Lieber ein Pferd reiten oder gar nicht reiten. So, also dieses Gebiet war mit den Minotauren zum Ende. Das war schon heftig schwer. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird mal eine Farming-Ebene. So ein Livestream. Jo, und wir schauen natürlich weiter nach irgendwelchen Unix und Sets. Können das natürlich aber nicht so mega ergrinden. Ich bin aber eben an meinem zweiten Charakter noch ein bisschen dran, wo ich die Items eigentlich erfarmen kann. Aber ich kann mit dem Inquisat bzw. Totenbeschwör gar nicht so grinden, weil ich... What the fuck? Der hat mich zweimal angegriffen, ich bin schon tot. Gut, raschen wir durch müssen. Der Mod ist so extrem am Übertreiben. Was ist das für ein Balance? Ja gut, eben. Ich tue mich ja wieder defensiv und noch halten. Also Unterweltkunde brauchen wir momentan nicht. Die Minen sind doch ein bisschen stärker. Zweimal hier, einmal hier. Einmal hier, nochmal einmal hier, dann sind wir wirklich zäh. Sollen wir wirklich Vitalität nehmen? Ich denke nicht. Intelligenz ist einfach dieser Stat, der die Minions wahrscheinlich auch stärker macht. Ich glaube nicht, dass es Geschicklichkeit oder Stärke oder Vitalität. Es wird da irgendwie... Ja... so sein. Und sonst eben ein anderer Charakter, der dann halt wirklich weniger sterben kann. Ist das immer so die Sache, oder? Macht es denn aber überhaupt Spaß? Ich finde an Necromancer und so, es macht einfach viel mehr Spaß. Man ist nicht so mega einfach immer selber am Killen, oder? Also schrittweise blöde Single-Target-Spells oder so zu verwenden. Es ist einfach ziemlich interessanter zum Spielen, als immer die ganze Zeit mega etwas tot zu klicken. Ich weiß nicht, wieso die Entwickler eigentlich immer 90% Single-Target-Spells oder sehr langsame Spells nutzen. Macht einfach keinen Spaß. Ah, ich gehe immer falsch. Ist ja immer doch dieses... blöde Zauntor. Und bitte jetzt nicht so One-Two-Hit-Stärke. Liebe
Kann es sein, dass die wirklich nur für Niob gemacht wurden und dann im Low-Level so mega übertrieben stark sind? Boah, ich sehe es ja immer, aber es geht so schnell, dass er da gar nicht mehr... Oder das Spiel will einfach nicht sofort den Heiltrank wirklich auch einsetzen. Das ist immer eigentlich das Problem. Du drückst, aber du hast nichts davon. Das ist einfach an diesem Spiel ein bisschen schwerer. Das ist okay. Hat manchmal einen Tod. Okay, die Dot-Effekte. Wie kann man diese Dots verringern? Das ist ja heftig. Ein nur mit Resistenten auf einer Rüstungskunde. Ja, gut. Ja, aber es ist ja sehr squishy. So, jetzt muss ich kurz schauen. Ja, der Golem ist tot. Er wird nicht deaktiviert, der Buff. Hm. 3 Skelette, 4 Skelette, okay. Gut, sieht man die wegen diesen Tabellen so gut. Also wir müssen noch kurz hier rein. Und wir haben noch genug zu tun. Schön, dass das auch so winzig ist. So Sachen, die man im OBS wirklich wichtig brauchen, kann man nicht größer machen. Man kann eine Schrift oder so zum Beispiel nicht größer machen. Und der Bildschirm ist halt schon mega weit weg von mir. Weil ich einfach keinen Platz habe. Der neue Bildschirm ist einfach so ultra groß. Ich hätte niemals so einen 34 Zoll Bildschirm holen sollen. Und ihr wisst ja, Ultra HD, Ultra. Ja, Ultra HD heißt. Nein. Weiß nicht genau, wie 8K heißen, aber diese Weitband-Bildschirme, die sind nichts für mich. Ich habe Augen, die sind. Die sind rund. Ich will nicht so mega auf die Seite schauen müssen. Also der 34 Zoll Bildschirm, der ist gerade am Limit. Einen größeren Bildschirm brauche ich echt nicht mehr. Egal in welcher Seite. Kreuzweise nach vorn. Jetzt kommen wir wahrscheinlich dort bei den Weinreben, wo wir raufgingen, zu diesem kleinen Dörfchen. Zu diesem Ding raus. Dankeschön, dass du mich instant hast. Kann man instant werden? Nein, in diesem Spiel nicht. Aber ist ja logisch, oder? Du bekommst eins auf die Ome. Wenn du nochmals eins auf die Ome bekommst, dann hört doch das dann eigentlich ein bisschen auf, weil du ja wieder unterbrochen wurde. Also du hast wieder das Gefühl kurz, oder? Es gibt ja immer diese, wie hießen die schon wieder? Blackouts. Das ist einfach, wenn das Gehirn gerade zu wenig Sauerstoff bekommt. Und das kann man herbeiführen mit einem anderen Menschen. Also ein anderer Menschen kann dir ein Blackout versetzen. Das war damals, im Jahr 1000, 2000, so ein bisschen in, oder? Man wollte zeigen, ja, man kann bewusstlos sein, kurz. Und das war so schlimm. Ich habe eben so gedacht, weil ich echt viel Arztzeugs studiert habe. Also selber beigebracht habe. Das ist doch lebensbedrohend auf Zeit, oder? Ich habe es nie gemacht. Aber andere haben es immer gemacht und das war so schwer. Und gut ist das momentan auch keine TikTok-Challenge. Oder. Wurde schon mal gemacht, aber es wurde nicht als gut erwiesen. Wir sehen. Über 200 Schaden. Die Spinnen dieser Minotauren. Aber ziemlich spannend. Also ich liebe halt so Mods. Egal wie schwer sie sind. Aber ich weiß nicht wieso. Morde auch immer alles so ultra schwer machen müssen. Ich denke einfach an die Leute, die wie ich gerade so den Mod anprobieren. Wie die auch so denken. Oder ich denke einfach darüber, jo, ich müsste jetzt einfach mega viel Z-Items und Unix farmen. Das sagt jeder, auch wenn er natürlich
sehr viel besser zocken könnte als ich zum Beispiel. Es gibt ja auch immer so extreme Leute, die irgendwie etwas Glück suchen oder Glück haben halt, damit sie so ultraschwere Gegner auch besiegen können und alles. Und einfach das Können so mega ausreizen. Vielleicht aber eben mega vorbereitet sind halt. Oder? Von anderen Leuten ein bisschen gespoilt werden und alles mögliche. Und das ist halt einfach. So etwas schaue ich nicht so gerne. Ich schaue nicht so gerne Speedruns an, ich schaue nicht so gerne irgendwelche Challenges an, die so übertrieben sind. Ich schaue nicht so gerne 100 Tage überlebt in diesem Spiel und so an. Das ist alles nicht meine Richtung. Aber wir sind sogar noch weiter unten. Hä? Okay, die Quest ist wirklich weird. Wir haben einfach zu wenig Spawns gehabt. Wir haben aber Minotauren getötet. Das führt uns einfach falsch wieder in die Höhle. Na gut. Machen wir das, denke ich, sonst im nächsten Part. Bären geht weg. Bin so weit weg. Oh, das sieht aber so schön aus mit diesen verschiedenen Farben in der Dunkelheit. Ja. Magier-Skelette sind ja in Diablo 2 so schwach gewesen und hier so mega stark. Und dafür schön aussehen. So, also, ich brauche. So, gegen eine Chance gegen kritische Treffer, ich glaube, ich brauche das. Also, die zwei noch. Aber ich habe wirklich gesehen, im Hauptspiel tun viele auf Vitalität gehen. Ich kann es schon ein bisschen verstehen. Job ist ja auch schwer. Aber, jo. So low-levelig noch nicht. Ich werde vielleicht ab Level 100 dann wirklich auf Vitalität gehen oder so. Oder halt einen Punkt in Intelligenz immer tun und der Rest in Vitalität. Aber ich weiß es nicht, solange ich das jetzt nicht richtig weiß, wie viel es nützlich ist, mag ich es nicht. Ich will nicht cool tanky sein. Sonst kann ich keine High-Tanky mehr schlucken, das ist unfair. Ah ja. Aber was macht dieses Vitalität? Muss ich echt schauen. Ja, eben nur Leben und Lebensränder. Ich muss Weisheit nehmen, aber Weisheit ist so schwach. Oh, extrem schwer. Aber gut, es wird halt nie etwas erklärt. Die Leute denken immer so, oh, Tutorials sind scheiße. Weil man kann doch irgendwie so ein Tutorial anschalten und laufen lassen, wenn man gewisse Dinge macht, oder? Dass es dann nicht stört, dass man das eigentlich immer ausstellen kann, wenn man jetzt gerade nichts lernen will oder muss. Ja, okay. Der Balken ist einfach wieder falsch zu sehen. Und da gibt es nochmal so eine Quest. Gut zu wissen. Wir werden aber hier kurz ein paar beenden. Also die Quest hat mich einfach durch diese Höhle gebracht und hat am Ende, also außerhalb der Höhle, dann wieder gezeigt, ich muss wieder in die Höhle. Dabei ist es hier. Wow, danke schön. Sehr verwirrend. Aber gut, also. Okay, wenn wir jetzt wirklich Probleme mit diesem Beet bekommen werden, werde ich mal schauen, eben wegen diesem Feuerdruiden noch und dem Trap-Scene. Todesritter-Ding, Tempelritter. Und, ja. Aber ich denke, ich bleibe wirklich bei diesem Körper. Ich lebe nicht. Aber was ich nicht will, ist, dass wir einfach nicht mehr weiterkommen, weil die Gegner natürlich wie die Minotauren dann einen fast one-hitten. Genau, ein Eis. Was ist denn das? Oh, das ist einfach der. Makellos Saphir.
kein. Hätte auch rein drauf. Nein, gut, dann, jo, dankeschön fürs Zusehen. Du Schweini auch. Und jo, ist eben ein sehr tolles Spiel und ein sehr toller Mod. Hat aber einfach diese Probleme, es ist nicht fertig. Kämpft ein bisschen, aber nur ganz wenig. Knabbert es natürlich an meinem Spielspaß. Ich hoffe, ihr habt auch sehr viel Spaß. Und schreibt einfach in die Kommentare, wie ihr euch fühlt. Ob ihr es vielleicht auch toll findet, wenn ich ein bisschen Probleme mit dem Spiel habe und so. Gibt es auch immer wieder. Und wenn ihr wirklich auch mitmachen wollt in bestimmten Games und so, ich habe echt tolle Ideen. Einfach mal in die Kommentare schreiben. Ich möchte halt wirklich wieder sehr viele Kollegen haben. Jetzt habe ich momentan wegen diesem GTA, wenig GTA spielen, Minecraft spielen, hat weniger Kollegen online, also online, einfach in den Let's Plays und Livestreams. Aber die kommen sicher wieder, wenn ich dann wieder Minecraft starte oder GTA starte und jo, schreibt in die Kommentare, was ihr überhaupt sehen wollt bei mir. Und bei Discord könnt ihr auch aktiv sein. Schreibt mich einfach an. Tschüss.